Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 4 Remake im Separate Ways. Oh, hier gibt es auch eine Schreibmaschine, da werde ich gerade. Würde ich sagen, speichere ich halt mal. Oh, da hat sogar eine andere Musik. Also halt ein anderes Remix. Auch nett. Oh, und guck mal, es gibt sogar hier schon Flintenmunition. Voraussichtlich, man kauft sie natürlich. Clemens Appell, mein Meister, wenn ich es mir recht überlege, war es seltsam, dass Isidro mich einfach gehen ließ. Seit mich das Ungeheuer in der schwarzen Robe mit etwas beschoss, fühle ich mich sonderbar. Ich habe begonnen, Dinge zu sehen, habe Visionen. Der Himmel selbst erscheint wie aus einer anderen Welt. Und dann kommt diese Kreatur. Doch auf einmal sind es viele, Hunderte. Mein Gebieter, bitte, ich flehe euch an. Sagt mir, gibt es einen Weg, diesem Grauen zu entkommen? Eine Antwort scheint er nicht gekriegt zu haben. Hier ist doch einer, oder? Ich hab's doch gerade gehört. Sadler, the leader of the cult. Ja, die weiß auf jeden Fall schon Bescheid. Oh ja, warte, kann ich Munition herstellen? Ja, kann ich. Nein, Flintmunition. Ah, mir fehlt Schießpulver. Oh, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ja, komm. MP ist sowieso so ein rettendes Gewehr. Und das Spiel speichert. Warum speichert es? Ja, das sind vermutlich die Visionen, von dem der eine Typ da gerade geredet hat in dem Brief. Okay, aber es ist echt cool, dass dieser andere Verdugo auch so seine Screentime bekommt. Angriff. Das habe ich halt schon tausendmal gemacht, Spiel. Oh, und jetzt gerade halt voll verkackt. Ah! Oh, falsche Waffe. Immer noch falsch. Ja. Wo ist es? Da hinten. Also er ist so eine Art Stalker jetzt hier auch in dem Spiel. Das ist so ein bisschen wie Mr. X im Zweier und in dem jetzt im dritten Teil. Was ich aber sehr cool finde. Ich sehe gar nichts, oh mein Gott! Scheiße, Mann. Verpiss dich.
Alter. Alter! Oh! Fuck! Vorne Granate. Du bist der Echte. Du bist nicht der Echte. Da ist der Echte. Ah! Scheiße! Alter, verdammte Scheiße. Okay. Ist dann auch, sie scheint auch irgendwie infiziert zu sein. Das Problem, was wir jetzt halt haben, ist, wir haben keine verfluchten Heil-Items mehr. Der ganze Kampf hat mir jetzt wirklich alles gekostet. Should be just up ahead. Ja, exakt. Accepted the gift.
Ja, das war natürlich auch gerade eine Szene aus dem Originalspiel. Da, wo sie Leon rettet. So, dann geht's auch schon zu Kapitel 3. Keep them busy, Leon. Kapitel 3. Hope there's a lead on Luis here. Sehr wichtig. Ich höre die ganze Zeit dieses blöde Schnaufen. Ist der auf dem Klo? Nee. Oh. Nein, ich bin nicht gruselig, dass ich das denke. Im Originalspiel war da wirklich einer auf dem Klo. I can't leave empty-handed. Okay. Wo ist der? Oh. Klar, dieses Bild entfernst du. Jetzt kommt gleich der Gegner. Ich sehe schon kommen. Wo bist du? Boah, hab ich mich erschreckt, ey, scheiß Huhn. At least their holy book looks interesting. So, was haben wir hier? Arrest bis zur Anhörung. Brüder und Schwestern. Unser Herr ist entzürnt. Schlachtet nicht willkürlich Außenstehende ab. Ein jeder hat das Recht auf ein anständiges Urteil. Und so müssen
auch wir vorurteilslos Gerechtigkeit vorurteilslose Gerechtigkeit walten lassen. Bringt jeden, den ihr einfangt, in den Keller der Fabrik. Gleiches gilt für Verräter. Ja, und da wurde Luis hergebracht, ne? I bet they took him here. Ja, da wurde er schon jetzt von Dion, glaube ich, gerettet, ne? Oder? Okay, ach du Scheiße. There is no escape. Oh Gott. Hä? Was ist das? Ich höre piepsen. Oh, das war das. Verpiss dich, du Drecksack! Ach du Scheiße! It warms my heart to see you stop by, stranger. Welcome. I still have some new items you might be interested in. Better to be over prepared. Am I right? Ja. Ja, davon haben wir noch gar nichts, ne? Oh, my back is killing me. Years haven't been kind to us, I suppose. Will that be all then? Easy work. Now go and cause some mayhem. Irgendeiner dieser Idioten hat sich eine Jacke gekrallt, die definitiv nicht ihm gehört. Das ist eine Südische aus Schlafsfell. Hast du Zeit, sie zurückzuholen? Och, ist es der, weil im originalen Resident Evil 4 im Separate Ways gab es auch so einen Ganado, der die Jacke von Leon getragen hat. Also diese braune Jacke, wo er ganz am Anfang gespielt hat. Ich glaube, da ist wahrscheinlich er gemeint. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, danach suchen wir auf jeden Fall mal. Was? Interactive... Oh, Iris, okay. Iris ist interaktive Netzhaut integrierte Abfragesysteme, ermöglicht es Ada Hinweise zu sehen, die für das bloße Auge nahezu unsichtbar sind. So kann sie neue Informationen erlangen, die bei ihrer Mission nützlich sind, okay? Must be the big guys. Ach, Scheiße. Der hat die Jacke. Ja, ich weiß, scheiße. Für mich ist auch gerade scheiße.
Damit war wirklich die Jacke von Leon gemeint. Weiß ich. I've got something new for you, mate. Your valuables won't do you much good in the grave. I knew you were a go-getter. A job well done deserves payment in kind. There's some things money can't buy. I knew you'd choose that one. A wise choice. I know, I say that a lot, but I've got a selection of good things on sale. Well, well, I can certainly do something with this. Knife needs care every once in a while. Could be the difference between life and death. Dazzled, are you? Thank you. Do check out my wares. Nackte Tatsachen heißt die Quest. Oder hieß die Quest. Sehr cool. So, okay, das ist eine riesige Ratte. Da ist Adas Armbrust, okay. Ja, wie kriegen wir das jetzt hin? Ja, okay, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja. Guck, so einfach geht's. Und das Geile bei der Waffe ist wahrscheinlich, dass ich sie erstens gar nicht richtig ausgerüstet habe. Und dass sie lautlos ist wahrscheinlich, ne? Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part dabei Resident Evil 4 Remake Separate Ways und bis dann und ciao.